Also, es gibt die verschiedensten Concealer-Konsistenzen. Liquid Concealer, also flüssigen Concealer. Oder cremigen Concealer. Entweder in so Tübchen oder Pöttchen oder hier in so einer Palette. Oder auch in so einer Stiftform. Ganz neu sind hier auch diese Mineralpudergeschichten und davon gibt es auch Mineralconcealer. Ja, ja, ja. Die Liquid Concealer, finde ich, sind besonders geeignet für das Gesicht, weil die eine sehr leichte Textur haben. Also zum Abdecken von Rötungen sind die geeignet, aber nicht für richtige Pickel oder richtig dunkle Augenringe. Also die haben eine sehr leichte Konsistenz. Deswegen ist die Deckkraft nicht so besonders. Für die Lippen sind die geeignet oder für leichte Rötung. Der Coverstick, also zum Beispiel den ich jetzt hier verwende von Manhattan, der ist so cremig bzw. so fettig. Also der hat einen gewissen Fettanteil. Der ist nicht geeignet zum Beispiel für Augenringe, finde ich. Also, ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht, weil durch dieses Fett verschmiert alles ziemlich viel. Es zieht nicht ein, hat immer so einen fettigen Schmier unter den Augen. Und wenn man da mit Lidschatten arbeiten würde oder mit Eyeliner, dann verschmiert das. Und das hält also nicht besonders lange. Den wiederum finde ich besonders gut fürs Gesicht, für zum Beispiel Pickel. Oder auch für die Lippen. Ich benutze den immer nur für meine Lippen. Ihr müsst darauf achten, es gibt auch so diese Sticks, diese Cover Sticks, da ist Teebaumöl enthalten. Das merkt ihr daran, entweder weil es draufsteht oder, wenn ihr nicht darauf geachtet habt, am Geruch. Ihr müsst da mal dran riechen. Der riecht sehr angenehm, sehr pudrig, aber wenn euer Coverstick komisch riecht, so ein bisschen ranzig, dann ist da wahrscheinlich Teebaumöl drin. Und Teebaumöl sorgt dafür, dass die Haut, also die betroffene Partie, wo ihr das auftragt, austrocknet. Also es hat so eine austrocknende Funktion. Deswegen überhaupt nicht geeignet, um Augenringe damit abzudecken. Wer möchte schon trockene Augenringe haben? Diese cremigen Concealer aus der Palette von Catrice, die seht ihr ja regelmäßig in meinen Videos. Diese Palette ist auch cremig, aber eine sehr leichte Textur. Das heißt, die zieht unglaublich schnell ein, die ist ganz fein und von daher besonders gut geeignet für Augenpartien. Ich benutze immer nur diese vier. Dieses Grüne ist ja für Rötung. Aber habe ich noch nicht ausprobiert. Concealer Minerals Anti-Unreinheiten von L'Oreal. Da finde ich, ist der ganz besondere Vorteil durch diese pudrige Form. Es ist gerade für den Sommer geeignet, weil es nicht verschmiert. Es ist also fettig. Es ist also langanhaltend. Aber zumindest die Farbe, die ich habe, ist nicht geeignet, um Augenringe abzudecken, weil sie viel zu dunkel ist. Aber sie ist perfekt für die Hautpartien. Für Rötung, also für den Rest des Gesichts ist es super. Wie gesagt, gerade weil man im Sommer ja schwitzt und es verschmiert nicht und es hält lange, also super. Ja.
Des Öfteren werde ich ja gefragt, was meinst du eigentlich immer mit diesen Panda-Bär-Augen? So, und genau das meine ich. Wenn man den Concealer, ich habe jetzt mal nur ganz, ganz hellen genommen, um das besser zu verdeutlichen, nur unter dem Auge aufträgt, so, auch genau auf dem Augenring, dann sieht das so aus. Also wie ein Panda-Bär-Auge. Wie ein Panda-Bär-Auge verkehrt herum, denn eigentlich ist es ja dunkel. Halt. Und zwar meine ich diese Partie von der Augenbraue bis zum Nasenflügel und wieder zum Auge zurück. Quasi diese Partie. So. Ist ja ein Dreieck. Ne? Haben wir alle aufgepasst? Ein Dreieck. Also Dreieck. Genau. So. Ja. Also passt auf, dass euer Concealer nicht zu hell ist. Er sollte schon heller sein als der Rest eurer Haut. Aber auch nicht zu hell, sonst sieht es sehr unnatürlich aus. So, jetzt habe ich ja schon den Concealer hier aufgetragen. Jetzt nehme ich nochmal den, also nochmal, jetzt nehme ich nochmal mehr und vertupfe das in dem mysteriösen Dreieck. Und ihr müsst tupfen und nicht reiben. Jetzt könnt ihr am besten den Unterschied sehen. Dieses Auge, also diese Seite, ist ohne Concealer und diese ist mit Concealer. Hier sieht man auch wundervoll meine dunklen Schatten unter den Augen, meine Äderchen und im Vergleich dazu die andere Seite. Zum Schluss lässt sich sagen, nehmt den Concealer, mit dem ihr am besten zurechtkommt. Es gibt beim Make-up kein total falsch oder super richtig. Am besten ist das, was für euch funktioniert und mit dem ihr euch wohlfühlt.